4 Der geistige Totalitarismus des Vatikans Als wir uns mit dem Heiligen Offizium befassten, erklärten wir, dass die katholische Kirche keineswegs ihre geistige Haltung allein im Besitz der Wahrheit zu sein, jene Haltung, also die zur Inquisition führte, aufgegeben hat. Die Zeiten haben sich geändert, und mit ihnen die Methoden der katholischen Kirche, aber ihr Geist blieb unwandelbar im Lauf der Jahrhunderte. Wenn er auch in der modernen Gesellschaft viel an Macht verloren hat, dass der Index auch in unserem Jahrhundert weitergeführt wird, ist der beste Beweis dafür. Bei der Untersuchung dieser Erscheinung fällt sofort die Ähnlichkeit mit der geistigen Haltung faschistischer Regime ins Auge, und deren Herrschaft den Massen ebenfalls nur das zu lesen und zu sehen erlaubt wird, was zuvor die Zustimmung der Regierung gefunden hat. Beide, die katholische Kirche und die faschistischen Regierungen bedrohen die Menschen, die sich ihrem Urteil nicht unterwerfen, mit schweren Strafen, die katholische Kirche mit der ewigen Verdammnis, die faschistischen Staaten mit Gefängnis und Konzentrationslager. Die Gleichheit der Methoden und Motive der katholischen Kirche und der faschistischen Staatswesen erkennen wir noch klarer, wenn wir nach dem Index eine weitere Abteilung des Vatikans untersuchen, die Propaganda Fide. Die Propaganda Fide hat die Aufgabe, den katholischen Glauben unter dem Gesichtspunkt zu verbreiten, dass die katholische Religion die einzig wahre Religion ist. Alle anderen Religionen seien falsch und müssten verschwinden. Der große Teil der Menschheit, Protestanten, Moslems, Buddhisten, Hindus, Juden und Heiden, können nur gerettet werden, wenn er sich dem Katholizismus ergebe. Das Betätigungsfeld der Propaganda FIDE ist daher buchstäblich die ganze Welt. Ihr höchster Auftrag ist, die gesamte Menschheit zum Katholizismus zu bekehren. Faschistische Staaten arbeiten ebenso. Sowohl das faschistische Italien als auch Hitlerdeutschland richteten ein umfassendes Propagandaministerium ein, das auf politischem Gebiet und in der Behandlung nationale, rassischer oder rein ideologische Fragen die gleiche Zielsetzung hatte wie die katholische Kirche auf religiösen Gebiet. Sowohl die katholische Kirche als auch die faschistischen Staaten behalten sich das Recht vor, nach eigenem Gutdünken die Verbreitung bestimmter Ideen zu untersagen und mit Zwangsmitteln so viel Menschen wie möglich der eigenen Ideologie oder Religion zu unterwerfen. Diese enge Verbindung zwischen den Diktaturen des 20. Jahrhunderts und der katholischen Kirche ist kein Zufall. Beide haben die gleiche Geisteshaltung, beide arbeiten mit den gleichen Mitteln und beide streben, jeweils auf ihrem Gebiet, das gleiche Ziel an. Deshalb war es auch durchaus natürlich, dass sich der geistige Totalitarismus der katholischen Kirche so oft mit dem politischen Totalitarismus des Faschismus und Nazismus verbündete, selbst in Zeiten, in denen beide entsprechend ihrer besonderen Zielsetzung eigentlich hätten aufeinanderprallen müssen, mit Hilfe des Index und der Propaganda Fide übt die katholische Kirche in der ganzen Welt einen gewaltigen Einfluss auf religiösen Gebiet aus und berührt auf diese Weise ethische, kulturelle, soziale und oft auch politische Fragen. Deshalb wollen wir uns beide Abteilungen etwas näher ansehen. Was ist der Index? Der Index ist eine Liste von Büchern, die ein katholischer Gläubiger nicht lesen darf. Das klingt ziemlich einfach. Sind sich aber alle denkenden Menschen der Konsequenzen bewusst, die sich aus diesen Worten ergeben? Der irische Geistliche Dr. Timothy Hurley sagte: Zitat. Es ist römisch-katholischen Gläubigen bei Strafe des Begehens einer Todsünde oder selbst der Exkommunikation verboten, Bücher zu lesen, die sich gegen die katholische Kirche richten. Zitat Ende. Papst Pius IV. erklärte das Lesen eines verdammten Buches zu Todsünde. Sehen wir uns die Formel der Päpste an, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert lautete. Zitat wir verdammen dieses werk nach reiflicher überlegung auf grund unseres persönlichen urteils und mit der sicheren gewißheit seines verderblichen charakters auf grund unserer apostolischen autorität in klammern die uns übertragen wurde und wir verbieten jedem mann welches seine stellung oder sein rang auch sein möge den druck das lesen oder den besitz derselben die Strafe für Ungehorsam soll sein: Excommunicatio sententia. Wir bestimmen, dass die existierenden Bestände des besagten Buches dem Bischof oder dem Inquisitor der Diözese zu übergeben sind, der sie ohne Verzögerung zu verbrennen hat. Die Gesetze des Index sind für alle Katholiken bindend. Ausgenommen sind Kardinäle, Bischöfe und andere Würdenträger, deren Rang nicht unter dem eines Bischofs sein darf. Das kanonische Recht lässt keinen Zweifel darüber, welche Bücher nicht gelesen werden dürfen. Es gibt zwölf Kategorien. Die erste Kategorie? Alle von Nichtkatholiken veranstalteten Ausgaben des Originaltextes und der alten katholischen Übersetzung Septuaginta Vulgata der Heiligen Schrift, auch der orientalischen Kirchen, ebenso alle von Nicht-Katholiken veranstalteten oder herausgegebenen Übersetzung der Heiligen Schrift in die Volkssprache. Zweite Kategorie Schriftwerke beliebiger Schriftsteller, katholischer oder nicht-katholischer, welche die Heresie oder das Schisma verteidigen oder die äh, Grundwahrheiten der Religion, zum Beispiel den Glauben an Gott und die Unsterblichkeit, in irgendeiner Weise, in wissenschaftlicher Weise oder durch Entstellung, Spott, Hohn usw. So zu untergraben suchen. Dritte Kategorie: Schriftwerke, welche die Religion und die guten Sitten nicht bloß gelegentlich, sondern systematisch befehden. Schlechte Presse vierte Kategorie. Schriftwerke. Beliebige Nichtkatholiken, welche ihrem wesentlichen Inhalt nach ex professio von der Religion handeln, außer steht fest, dass nichts gegen den katholischen Glauben in ihnen enthalten ist. Fünfte Kategorie. Schriftwerke, der in C. 1385 Paragraph 1 und 1391 genannten Art, Ausgaben der Heiligen Schrift, Gebets, Andachts und Erbauungsbücher, Heiligenbilder, Übersetzung der Heiligen Schrift, Schriftwerke der Theologie, der Kirchengeschichte, des Kirchenrechts und andere, welche nicht die kirchliche vorzensur so tragen, ferne alle nicht approbierten Bücher und Broschüren, welche neue Erscheinung, zum b die Heilige Jungfrau, Offenbarung, Visionen, Weisagung, Wunder berichten oder neue Andachten, wenn auch nur als private, einführen. Sechste Kategorie Schriftwerke, welche irgendein katholisches Dogma bekämpfen oder verspotten, vom apostolischen Stuhl verworfene Irrtümer in Schutz nehmen, den Gottesdienst herabsetzen, die kirchliche Disziplin zu erschüttern suchen, die kirchliche Hierarchie den geistlichen oder Ordenstand vorsätzlich beschimpfen. Siebte Kategorie Schriftwerke, welche den Aberglauben in irgendeiner Form Weisagekunst, Weisagung, Zauberei, Geisterbeschwörung und ähnliche Dinge lehren oder empfehlen. Achte Kategorie Schriftwerke, welche das Duell, den Selbstmord, die Eheauflösung als erlaubt hinstellen Bücher über Freimaurerei oder ähnliche Geheimbünde, welche die genannten Bünde als nützlich oder wenigstens als ungefährlich für die Kirche und die bürgerliche Gesellschaft bezeichnen. Neunte Kategorie: Schriftwerke, welche ihrem wesentlichen Inhalt nach laszive und obszöne Dinge erzählen, in Klammern Romane oder Lehren. Zehnte Kategorie. Ausgaben liturgische, vom apostolischen Stuhl approbierte Bücher, in welchen Änderungen vorgenommen worden sind, so dass sie mit dem authentischen Ausgaben nicht übereinstimmen. Elfte Kategorie Schriftwerke, durch welche falsche oder vom heiligen Stuhl verworfene oder widerrufene Ablässe verbreitet werden. Zwölfte Kategorie Bilder von Jesus Christus der seligsten Jungfrau, den Engel und Heiligen und sonstigen Dienern Gottes, welche kirchlichen Anschauungen und Vorschriften widersprechen. Wie man sieht, lässt die katholische Kirche ihren Gläubigen nicht viel Möglichkeiten, sich ihre Lektüre nach eigenem Gutdünken auszuwählen, das Verfahren, nachdem ein Buch auf dem Index gesetzt wird, ist einfach. Gewöhnlich unternehmen Bischöfe, die ein bestimmtes Buch verdammt wissen möchten, die ersten Schritte und wenden sich unmittelbar an die höchste heilige Kongregation. Manchmal ergreift auch die Kongregation selbst die Initiative. Im Auftrag der Kongregation liest einer ihrer Lektoren das Buch sorgfältig, und sucht die in Anführungsstrichen schlechten Stellen heraus. Anschließend beurteilen noch andere Lektoren, im Allgemeinen etwa 30, das Buch. Die Gutachten der Konsultatoren, so werden die Lektoren genannt, werden den Kardinälen vorgelegt. Diese diskutieren über das Buch und fällen schließlich das Urteil, diesen Kardinalsgremium gehören sieben bis zehn Kardinäle an. Vier Urteile sind möglich: Damentur, verdammt, Dimitantur, Beschwerde abgewiesen, Donetz, Korrigatur, verboten bis zur Korrektur, Res dilata, Entscheidung vertagt. Die Autoren oder Verleger werden vor der Veröffentlichung des Urteils nicht benachrichtigt, mit Ausnahme katholischer Autoren, deren eine Chance gegeben wird, das Buch entweder zurückzuziehen oder sich öffentlich dem Urteil des heiligen Offiziums zu unterwerfen. Keinem Autor ist es gestattet, sein Buch vor dem heiligen Offizium zu verteidigen. Lautet das Urteil der Kardinelle Damentour, so wird der Titel des Buches im offiziellen Teil des Osservatore Romano, der Zeitung des Vatikans, veröffentlicht, danach in der Acta Apostolicale Sedis und schließlich in den religiösen Organen der ganzen Welt. Welche Bücher überprüft werden, wird nicht bekannt gegeben, die Geheimnisse des heiligen Offiziums werden streng gewahrt, die angestellten die konsultatoren und selbst die kardinäle oder mitglieder der höchsten heiligen kongregation dürfen niemals etwas über die angelegenheiten verlauten lassen die bei den zusammenkünften behandelt werden ist ein buch verboten so darf es kein katholik bei strafe der todsünde d das h heißt der ewigen verdammnis anrühren oder lesen befindet sich eine verbotene Publikation in einem Band mit anderen, nicht verbotenen Schriften, so ist der ganze Band verboten. Selbst von Bibelgesellschaften verlegte Bibeln sind verboten. Als Zeuge möge wie der Reverend Dr. Timothy Horley dienen. Zitat: Alle Übersetzungen in die Landessprache durch Nicht-Katholiken, insbesondere jene die von Bibelgesellschaften besorgt wurden, sind streng verboten. Zitat Ende. Um sicherzustellen, dass sich alle katholischen Gläubigen an die Richtlinien des Index halten, wird die katholische Kirche nicht müde, mit Hilfe ihrer Presse und der Geistlichkeit die Gläubigen zu zwingen, den Gesetzen der Kirche Gehorsam zu leisten, in fast allen katholischen Ländern und in den Ländern mit starken katholischen Minderheiten wird ein kirchlicher Würdenträger zumeist ein Jesuit beauftragt, die Gläubigen in der Wahl ihrer Lektüre anzuleiten. In manchen katholischen Ländern gibt es einen besonderen Exekutivbeamten des Index, wie zum Beispiel den Abbe Bethlehem in Frankreich. Die katholische Kirche verhindert durch diese Exekutivbeamten, durch den Klerus und durch die katholische Presse die Veröffentlichung bestimmter Bücher, sucht andere zu unterdrücken und veranlasst die Gläubigen, die verbotenen Bücher, Zeitungen und Zeitschriften zu boykottieren. Katholische Clubs, Organisationen und Einzelpersonen beteiligen sich an der Boykottkampagne mit einem Eifer, den man kaum für möglich hielte, würde er nicht immer wieder in alle Öffentlichkeit vor Augen geführt. Zu solchen Erscheinungen kommt es überall, wo Katholiken leben, und nach der Ansicht eines treuen Gläubigen hat die katholische Kirche nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, so zu handeln. Warum? Wir zitieren den französischen Exekutivbeamten des Index den aber Bethlehem. Die katholische Kirche hat Vermöge der Macht, die von ihrem göttlichen Gründe auf sie übergekommen ist, das Recht und die Pflicht, den Irrtum und die Bosheit zu verdammen, wo immer sie angetroffen werden. Sie hat ebenfalls in natürlicher Konsequenz das Recht, Bücher zu verdammen, die gegen den Glauben oder gegen die christliche Moral gerichtet sind, oder die, ohne bösartig zu sein, von diesem doppelten Standpunkt her gefährlich werden können. Zitat Ende. Der Abbe erläutert, weshalb die Kirche die Werke von Renan, Zolla und anderen verdammt hat, und macht dann geltend eine Erklärung, der die katholische Kirche beipflichtet, dass äh, Zitat, die Kongregation für den Index nur eine beschränkte Anzahl der verurteilenswerten Bücher verdammen kann, die anderen gelten als verdammt aufgrund der allgemeinen Bestimmungen. Zitat Ende. Hier ist nicht der Platz, die ungewöhnlich interessante Geschichte des Index wiederzugeben. Es möge genügen, die wichtigsten Ereignisse festzuhalten. Die ersten Anfänge des Index finden wir bereits in der Frühgeschichte der katholischen Kirche. Es wird behauptet, der Apostel Paulus selbst habe den Anstoß dazu gegeben. Zitat: Gar manche aber von denjenigen, welche Vorwitziges angestrebt hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie angesichts aller. Zitat Ende Apostelgeschichte 1919. Andere behaupten, die erste Zensur sei erfolgt. Als eine bischöfliche Synode im Jahre 150 die Acta Pauli verdammte, einen Roman, der den heiligen Paulus betraf, doch dieses Faktum ist umstritten. Im Jahre 325 verdammte das Konzil von Nicea die Heresie des Arius und verbot dessen Buch Thalia. Die hierüber vorhandene Urkunde ist das erste historisch beweiskräftige Dokument, auf das der Index zurückgeht im Jahr 400 verbot das Konzil von Karthago heidnische Bücher zu lesen. Die erste Bücherliste, die man als Vorläufer des heutigen Index bezeichnen kann, wurde unter Papst Gelasius aufgestellt. Sie enthielt verwunderlich genug sowohl die Offenbarungsgeschichten der Bibel als auch die apokalyptischen Schriften und heretische Bücher und befahl deren Einziehung und Vernichtung. Mentham, ein protestantischer Historiker, schreibt über die Entstehung des heutigen Index. Zitat, der Ursprung des eigentlichen römischen Index ist der gewaltigen Attacke Martin Luthers und anderer in Deutschland gegen den römischen Aberglauben Anfang des 16. Jahrhunderts zurückzuschreiben. Zitat Ende. Das erste Verbot eines gedruckten Buches wurde lange Zeit vor Luther ausgesprochen. Die Monarchia von Antonio Roselli und die Thesen von Pico della Mirandola wurden zum Beispiel schon 1491 verurteilt. 1519 veröffentlichte Luther seine 488 Seiten umfassende Schrift gegen den Ablass. Sie wurde unverzüglich von den Universitäten in Paris Lovian und Köln verboten. Im folgenden Jahr verbrannte Luther die päpstliche Banbule, das kanonische Gesetzbuch und die Schriften von Eck und Emser. Der Papst ließ Luthers Schriften in Belgien, an den Ufern des Rheins und in Rom verbrennen. 1543 wurden der Kardinal Caraffa und fünf weitere Kardinäle zu Beauftragten und Inquisitoren des Glaubens im gesamten christlichen Reich diesseits und jenseits der Alpen ernannt. 1559 erschien der erste Index, der im Lauf der Zeit mehr als hundert Auflagen erfuhr. Ein Jahr zuvor erließ Philipp II. von Spanien bereits ein Dekret, das jeden, der verbotene Bücher verkaufte, kaufte oder in Besitz hatte, mit dem Tod und der Beschlagnahme seiner Habe bedrohte. Der Index besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werden alle Heretiker aufgeführt, ihre Schriften, frühere, gegenwärtige und künftige, sind insgesamt verdammt. Der zweite Teil enthält Schriftsteller, die zu Häresie, Zauberei, Unmoral usw. So neigen. Der dritte Teil ist den Schriftstellern vorbehalten, deren Anschauung schädlich sind. Hier einige Namen aus der ersten Kategorie. Luther, Melanchthon, Rabelais, Erasmus, aus der zweiten Merlins Buch der geheimnisvollen Visionen, die Fabeln vom Holger dem Dänen und Arthur von Britannien, die Sage von König Arthurs und ähnliches. Die Kongregation für den Index wurde 1571 von Papst Pius V. geschaffen. 1587 Übertrug Sixtus V. ihr diktatorische Vollmachten, Leo VIII. ordnete 1897 wichtige Veränderungen an und hob einige zu drastische Bestimmungen auf. Der leonitische Index-Ausgabe 1900 ist 450 Seiten stark und enthält 7.200 Namen, etwa 3.000 weniger als die vorhergehende Auflage. Im Vorwort wird dargelegt, was den Papst zu diesem Akt der Liberalität veranlasst hat. Zitat: Es war nicht nur das Bestreben des Papstes durch eine eingehende revision des index die strenge der alten bestimmungen zu lockern sondern ebenso aus gründen mütterlicher barmherzigkeit der kirche den Geistesindex index der heutigen zeit anzupassen Zitat Ende. die ausgabe von 1930 enthält ungefähr 7000 bis 8000 namen wir werden einige der dort angeführten namen nennen damit der Leser einen Eindruck gewinnt, wie ernst diese Frage ist und Schlussfolgerung ziehen kann, wie schädlich oder nützlich der Index im Lauf der Jahrhunderte für die Erleuchtung des Menschengeschlechtes gewesen ist. Ein unbekannt gebliebener Satiriker hat einmal behauptet, man müsse den römischen Index konsultieren, wenn man wissen wolle, welches die beliebtesten Bücher sind. Dante der Monarchia, erst im letzten Jahrhundert durch Leo VIII. freigegeben, Leibniz, sämtliche Werke, Grotius, De Jure Belli ad Pacis, das Gebetbuch des gemeinen Mannes, Religio Medici von Thomas Braun, Mille de Maupin von Gautier, Sämtliche Werke von Gabriele di De Defoe, Sterne, A sentimentelle journal, Milton, Paradies lost, Descartes, Auguste Comte, Kurs de Philosophie positive. Sämtliche Werke von Dumas, Vater und Sohn. Gustave Flaubert und Anatole France Gibbon History of the, the Decline and Fall of the Romanian Empire Heine und Kant La Fontaine von Lamartine Andrew Lang Myth Ritual and Religion John Locke an Essay Concerning Human Understanding and Resensibleness of Christianity as delivered in the Scriptures. Sämtliche Werke von Maurice Merteling. Pascal. 38 Bände von Voltaire. Pine. The Rights of Man. Rousseau, social Sozial Lettes, Enkrites en de la Montagan Julia, Ola, Novelle, Heliose und so weiter. Renan, einschließlich seine Fide Jesus. George Sand, Henry Stendhal, eugene Sue, Thomas White, Emile Zola, Spinoza. Swedenborg, Bernard de Mandelville, Theine, Mandelbranche, Bergson, Lord Adston, Busset, Bacon, Hobbes, Samuel Richardson, Döllinger, Edison, Goldsmith, Victor Huger und so weiter. Es gab sogar Bestrebungen, die Encyclopaedia Britannica auf dem Index zu setzen, für den englischen und den amerikanischen Leser mag es besonders bemerkenswert sein, dass bis heute durch den Index mehr als 5000 Bücher in englischer Sprache entweder völlig oder donets korrigatur bis zur Korrektur verboten worden sind. Die deutsche Autorität für den Index, Hilgers, erklärt zu dessen Rechtfertigung, Zitat die schlechte Presse kann man mit gutem Grund die größte soziale Gefahr nennen, weil sie der Ansteckungsträger und Krankheitserreger jeden geistigen Sichtums und Verderbens heute mehr denn je mehr noch als am Abende des 18. Jahrhunderts ist. Diese neue Sintflut wird gespeist aus drei Quellen. Atheismus und Unglauben kommt aus den Gebieten der Naturwissenschaft, der Philosophie und selbst der protestantischen Theologie. Es ist die tiefste Quelle der in Anführungszeichen freien Wissenschaft. Anarchismus und Nihilismus, religiöse wie politische, ist die zweite Quelle, welche sich Millionenfach in die Bächlein sozialistische Flugschriften überall hin ergießt. Im Grunde ist es nichts anderes, als die popularisierte Philosophie des liberalismus Zitat Ende. Hilgers stellt abschließend fest, die dritte Quelle seien Zitat, schädliche Romane. Zitat Ende. Vielleicht mag mancher denken, dass die katholische Kirche ihren Rechtsanspruch Bücher zu verbannen heute kaum noch aufrecht erhält. Und doch ist es so. Die katholische Kirche hat diesen Anspruch bislang nicht widerrufen. Im Gegenteil, Kardinalstaatssekretär Mary Delval sagte 1930 Zitat Die teuflische Presse ist gefährlicher als das Schwert. St. Paul hat das Beispiel zur Zensur gegeben. Er veranlasste die Verbrennung von Büchern Apostelgeschichte 1919. Sankt Peters Nachfolger, das heißt die Päpste, sind diesem Beispiel stets gefolgt. Sie hätten auch gar nicht anders handeln können, denn ihre Kirche, unfehlbare Herrin und sichere Leitstern der Gläubigen, ist in ihrem Gewissen beauftragt, die Presse sauber zu halten. Und einige noch bezeichnendere Worte Zitat, alle, die unsere heiligen Bücher ohne jede Sicherung an die Menschen verteilen wollen, sind ebenfalls Verteidiger des freien Denkens, das absurder und schädlicher ist als alles andere. Nur solche Menschen, die bereits von dieser unter dem Namen Liberalismus bekannten tödlichen Pest infiziert sind, können in der Kontrolle der Kräfte des Unheils und der Liederlichkeit eine Wunde sehen, die der Freiheit zugefügt wird. Zitat Ende. Waren diese Worte lediglich die persönlichen Ansichten eines bekannten Indexspezialisten und eines Kardinalstaatssekretärs? Nicht im geringsten. Beide Männer drückten mit ihren Worten nur das aus, was der Papst mit anderen Worten in den Enzykliken verlautbaren ließ. So erklärte zum Beispiel Papst Leo VIII. in der Enzyklika Immortale Dei, Zitat, die unumschränkte Freiheit des Denkens und die öffentliche Bekanntmachung der Gedanken eines Menschen gehören nicht zu den Rechten der Bürger. Zitat Ende. Und in der Enzyklika Sapentia Christianae es ist völlig ungerechtfertigt. Die unbegrenzte Freiheit des Denkens, der Rede, des Schreibens oder des Gottesdienstes zu fordern, zu verteidigen oder zu gewähren, als handle es sich dabei um Rechte, die dem Menschen von Natur aus verliehen sind. Zitat Ende. Die katholische Kirche hält starr an dem Index fest. Sie behauptet, es sei eine Waffe zur Verteidigung der Wahrheit, ohne Rücksicht darauf, dass es unterschiedliche Auffassungen über die Wahrheit gibt, behauptet die katholische Kirche alleinige Besitzerin der absoluten Wahrheit zu sein. Zitat: Es gibt nur eine absolute Wahrheit, die katholische Kirche, und nur sie allein hat die gesamte Wahrheit der Religion. Alle anderen Religionen, welche auch immer, Bergen verschiedenen Anteil an der Wahrheit in sich, aber nur die katholische Kirche hat sie insgesamt. Zitat Ende: katholik Dieser Glaube ist der Grundstein der katholischen Lehre. Er wurde im Lauf der Jahrhunderte von den Päpsten immer wieder proklamiert. Die Anmaßung, dass jede andere Religion, jedes andere christliche Bekenntnis falsch sei und daher kein Recht auf Freiheit habe, bestimmt seit dem vierten Jahrhundert die militante Politik der katholischen Kirche. Die Päpste unserer Zeit haben den Sachverhalt völlig klargestellt Zitat, Es widerspricht der Vernunft, dass der Irrtum und die Wahrheit gleiche Rechte genießen sollen. Zitat Ende. Leo VIII. in seine Enzyklika Sepentiae Christianae. Deshalb, so fügt Leo VIII. in einer anderen Enzyklika hinzu, verbieten es, Gerechtigkeit und Vernunft, die verschiedenen Religionen, wie sie sich auch nennen, auf gleiche Stufe zu stellen, ihnen fälschliche Weise gleiche Rechte und Privilegien zuzubilligen. Enzyklika Libertas Pretantismus Donum. Die katholische Kirche hält sich selbst für die einzig wahre Kirche, für die einzig wahre Religion, von Gott eingesetzt, von Gott beauftragt, von Gott erleuchtet, von Gott beschützt. Sie behauptet, die Schatzkammer der Wahrheit zu sein, weil es nur eine Wahrheit gebe und weil es sich alle anderen Religionen im Irrtum befänden. Die Wahrheit aber verhalte sich zum Irrtum wie das Recht zum Unrecht, das Richtige zum Falschen, das Licht zur Dunkelheit, daraus folge, dass die Wahrheit dem Irrtum, das Richtige dem Falschen, das Recht dem Unrecht vorgezogen werden müsse. Diese Ansprüche der katholischen Kirche sind keinesfalls nur theoretische Art. Nach diesen Grundsätzen handelt sie. Sie zögert nicht, wo es ihr möglich ist, Bücher zu verbrennen. Sie verbrennt sogar Bibeln, die nicht von ihr autorisiert sind. Am 27. Mai 1923 wurden in Rom protestantische Bibeln verbrannt. 1932 wurde eine protestantische Übersetzung der vier Evangelien in Dublin auf dem Scheiterhaufen geworfen. 1940 zog der spanische Staat mehr als hunderttausend nicht katholische Bibeln ein und vernichtete sie. 1949 wurden in Tribio, Cauca, Kolumbien Bibeln verbrannt, im Mai 1950 geschah das gleiche in El Acuado, Casanare, ebenfalls Kolumbien. In Frankreich zog die französische Hierarchie gegen den Weihnachtsmann, dieses teutonische Symbol des Heidentums und Protestantismus, zu Felde. Der Weihnachtsmann solle durch das Christkind ersetzt werden. Unter der Losung, Zitat, Schluss mit dem Weihnachtsmann-Mythos macht Weihnachten katholisch, Zitat Ende, wurde vor der Kathedrale zu Dijon eine Puppe des Weihnachtsmannes öffentlich verbrannt. Die größte gewaltsame Massenbekehrung der modernen Geschichte vollzog sich während des Zweiten Weltkrieges im katholischen Kroatien. Dort wurden unter dem Terrorregime des Katholiken Ante Pawelitsch und seine Utascha leute hunderttausende orthodoxe Serben gezwungen, sich entweder zur katholischen Kirche zu bekennen oder sich massakrieren zu lassen. Kardinal stepenatsch unterstützte diese mittelalterliche Methode, und der Vatikan erteilte seinen Segen. In den Jahren von 1941 bis 1945 bekehrte in Anführungsstrichen oder ermordete der katholische Terror nicht weniger als 850.000 Mitglieder der orthodoxen Kirche. Diese Zahlen sind nicht übertrieben, unwiderlegbare Beweise lassen sich dafür erbringen. Der Autor dieses Buches sprach mit Dutzenden von Kroaten, die unter Eid versicherten, dass entweder sie, oder ihre Verwandten zwangsweise bekehrt wurden, oder dass man ihre Verwandten ermordete, weil sie sich weigerten, in den Schoß der katholischen Kirche, in Anführungszeichen, zurückzukehren. Siehe hierzu unter anderem folgende Dokumente. Memorandum vom Oktober 1950 an den Präsidenten der fünften Volksversammlung der Vereinten Nationen über die am serbischen Volk begangenen Verbrechen des Völkermordes. Der Fall des Erzbischof Stepinac, herausgegeben von der Botschaft der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien in Washington. Das Martyrium der Serben, veröffentlicht von der Diözese der serbisch-orthodoxen Kirche für die USA und Kanada. Bericht der Jugoslawischen Staatskommission für die Untersuchung der Kriegsverbrechen. Die katholische Intoleranz beschränkt sich nicht auf die religiöse Sphäre, sie greift auch auf die gesellschaftliche Sphäre über und versucht hier ihre Lehren mit demselben antiliberalen Fanatismus durchzusetzen, dem sie in religiösen Fragen huldigt. Es ist unsere strenge Pflicht, so sagt Papst Pius X. alle Menschen ohne Ausnahme in ihren privaten und öffentlichen Leben gemäß den Gesetzen und den Richtlinien der Moral zu leiten. Civilta Catholica, 6. Oktober. 1906. Besonders krass tritt die Intoleranz der katholischen Kirche immer wieder in Frage der Ehe. Die Ehe wurde von der Gesellschaft eingeführt, erklärte Staat, also gehöre es zu den Rechten des Staates die Ehe entsprechend seinen Gesetzen zu schließen oder aufzuheben. Die Ehe stammt von Gott, behauptet die katholische Kirche. Folglich habe der Stadt kein Recht, die Ehe zu schließen oder sie aufzulösen. Denn die Ehe ist heilig aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer eigenen Natur, um ihrer selbst willen. Sie darf nicht nach dem Willen weltlicher Herrscher geordnet oder gehandhabt werden. 11. Casti 1930. nach den Lehren der katholischen Kirche sei die Ehe kein zivilrechtlicher Vertrag, sondern eine rein religiöse Angelegenheit. Sie sei keine Institution, sondern ein Sakrament. Und ein Sakrament zu vollziehen sei nach dem Willen Jesu Christi ein so wichtiger Teil der Machtausübung und der Pflicht der Kirche dass es völlig absurd ist, anzunehmen, die weltlichen Herrscher besessen auch nur ein Zipfel dieser Macht. Angesichts dieser starren Haltung der Kirche erklärten einige moderne Staaten, in dem Bemühen, einen Kompromiss zu finden, ihre Bürger könnten sich je nach Wahl entweder kirchlich oder standesamtlich oder sogar auf beide Arten trauen lassen, aber die katholische Kirche erhob Einspruch, der Bürger habe nicht das Recht zu wählen, der Staat sei im Unrecht, die Ehe untersteht nicht menschlichen Entscheidungen oder irgendeiner gegenseitigen Absprache, auch nicht der der Brautleute selbst. Die Natur der Ehe sei von dem freien Willen der Menschen völlig unabhängig. Den katholischen Bürgern ist es daher durch die Kirche verboten, sich standesamtlich Trauen zu lassen, denn der Staat genieße nach Ansicht der Kirche keinerlei, wie immer geartete Autorität, eine Ehe zu legalisieren. Er könne auch nicht von einer anderen Religion damit beauftragt werden. LEO XIII. Arcanum Divinae. 1880. Das heißt also, dass Katholiken sich nicht durch ein Standesamt trauen lassen dürfen, wenn sie nicht eine schwere Sünde auf sich laden wollen. Die Trauung durch einen nicht-katholischen Geistlichen zieht die Exkommunikation nach sich. Die Kirche sagt weiter, was der Staat nicht vereinen kann, das kann er auch nicht lösen, weil die Ehe eine göttliche Institution ist und deshalb durch keinerlei weltliche Gesetze aufgehoben werden kann. Pius XI. Casti Connubi 1930 Mit anderen Worten, die Kirche beharrt darauf, dass der Staat, kein Recht habe, Ehe zu scheiden, weil höher als jeder Staat das unabänderliche Gesetz Gottes stehe, dessen Wirksamkeit weder durch menschliche Anordnung, noch durch menschliche Ideen, noch durch irgendeine Gesetzgebung aufgehoben werden könne. Aufgrund dieser Prinzipien erließ die katholische Kirche ohne Rücksicht auf Gesetze des betreffenden Staates ihre eigenen Ehegesetze, und rühmte sich noch diese missachtung der weltlichen autoritäten wenn die kirche so handelt folgt sie dem beispiel christi und dem heiligen paulus die beide weder tiberius noch caesar um rat fragten welche gesetze über die eheschließung anzuwenden seien gleichgültig ob sie dabei von den gesetzen des staates abwichen oder nicht katholische bürger können sich nicht scheiden lassen Sie müssen sich der Auffassung beugen, daß die Ehe lebenslänglich sei. Auch der Staat dürfe sie nicht scheiden, erklärt die Kirche. Dieses Verbot beziehe sich nicht nur auf die kirchlich geschlossene Ehe, sondern wie Pius XI. dekretierte, auf jede Art der Ehe, sei sie natürlich, weltlich oder kirchlich geschlossen worden. Die Gefährlichkeit dieser Ansprüche wird uns noch klarer, wenn wir bedenken, dass die katholische Kirche nicht nur den katholischen Gläubigen die Scheidung untersagt, sondern auch den Protestanten, den Agnostikern, den Nichtchristen, also allen Menschen, und sie zögert nicht, ihr Verbot durchzusetzen, wo immer sie die Macht dazu hat, indem sie zum Beispiel den Staat zwingt, in seinem Bereich die Scheidung zu verbieten, ohne zu beachten, ob die betroffenen Bürger katholisch sind oder nicht. Ein solches Land, in dem Nichtkatholiken, die sich scheiden lassen wollen, nicht geschieden werden, weil die katholische Kirche es verbietet, ist äh, zum Beispiel Brasilien, dessen Bevölkerung zu 95 Prozent katholisch ist. Dort macht die Verfassung die gesetzliche Ehe zu einem unlösbaren Vertrag. Versuche, die Verfassung zu ändern und die Scheidung zu gestatten, wurden auch nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholt unternommen, aber jedes Mal von der katholischen Opposition vereitelt. Selbst in überwiegend protestantischen Ländern trifft man auf ähnliche Situationen. In Kanada zum Beispiel ist die Scheidung beim erwiesenen Ehebruch und bei böswilligen Verlassen gestattet. Nur eine Provinz macht eine Ausnahme: Quebec. Die kanadische Gesetzgebung versucht seit Langem, in Quebec die Bildung von Scheidungsrichtern durchzusetzen, stößt aber immer wieder auf die Opposition der katholischen Kirche. Auf anderen Gebieten zeigt sich die katholische Kirche nicht weniger diktatorisch. Dies betrifft vor allem das Erziehungswesen. Die Päpste haben in dieser Frage nie ein Blatt vor den Mund genommen. Leo XIII erklärte, dass es zu den unveräußerlichen Rechten der Kirche gehört, die gesamte Erziehung der Kinder zu überwachen. Nach der Ansicht des Papstes sollen die Kinder vor allem von ihrem katholischen Eltern erzogen werden, weil sie die Erziehungsgewalt und das Erziehungsrecht innehaben. Pius XI. Casti Conubi das Recht der katholischen Eltern stehe über dem des Staates. Der Staat könne das Elternrecht nicht übergehen, denn die Kinder müssten im Geist der wahren Prinzipien der Religion erzogen werden. Es handle sich dabei um ein Recht, das kein Mensch usurpieren kann, ohne den schwersten Verstoß gegen das Naturrecht zu begehen. Enzyklika Sumini Pontificatius. Alle katholischen Eltern sind daher vor ihrem Gewissen als Katholiken gezwungen, jede Institution, jede Partei und jede Regierung zu bekämpfen, die ihnen dieses Recht streitig macht. Die katholische Kirche sagt ihnen, sie hätten von Natur aus das Recht, ihre Kinder, die sie geboren haben, auch auszubilden. Enzyklika Sapentiae Christianae es sei nicht nur ihr Recht, sondern auch ihre Pflicht, jeden Angriff auf das Elternrecht zurückzuweisen, gleich von welcher Seite es komme. Sie seien verpflichtet, ihre Kinder von Schulen fernzuhalten, in denen sie Gefahr liefen, ihren katholischen Glauben zu verlieren. Nach Auffassung der katholischen Kirche hat der moderne Staat auf dem Gebiet des Erziehungswesens einzig und allein die Pflicht zu verhindern, dass etwas gelehrt wird, was im Widerspruch zu den Lehren der Kirche steht, und dafür zu sorgen, dass die Lehrtätigkeit den Doktrinen der katholischen Kirche entspricht. Man gesteht dem Staat auch einige Rechte zu, sie dürfen jedoch den Glauben der Katholiken nicht gefährden und sich nicht auf Gebiete erstrecken, für die sich die Kirche zuständig hält, denn jede Jugenderziehung, die es vorsätzlich vernachlässigt, die Gedanken auf das wirkliche Vaterland, den Himmel zu richten, bringt großen Schaden. Papst Pius XII., Sumini Pontificatius 1939 Die weltliche Erziehung müsse verboten werden, da ihre Zielsetzung, um wieder die Enzyklika Immortale DEI zu zitieren, darin bestehe, die Aktionen der christlichen Institutionen zu paralysieren und die Freiheit der katholischen Kirche auf das äußerste einzuengen. Jede Stadt ist also nach Ansicht der katholischen Kirche verpflichtet, alle Erziehungssysteme abzulehnen, die die Existenz eines übernatürlichen Wesens leugnen. Die Kirche könne auch keinem Erziehungssystem zustimmen, das dem Kind das ausschließliche Primat der Initiative und des Handelns unabhängig von irgendeinem höheren Gesetz natürlichen oder göttlichen Ursprungs zubilligt. Solche Bestrebungen sind zu verdammen. Pius XI Divini Illius Magistri dieses mittelalterliche Engstirnigkeit hat zwangsläufig zufolge, Folge, daß an den katholischen Schulen und Universitäten im Vergleich mit nichtkatholischen Bildungsstätten nur eine sehr geringe Anzahl unabhängiger origineller Denker und Wissenschaftler zu finden sind. Der beste und zugleich erschütternde Beweis für diese Behauptung sind Länder wie Irland, Spanien, Portugal, und andere deren Erziehungssystem völlig dem katholischen Prinzipien untergeordnet ist die katholische kirche wendet sich gegen nahezu alles was die moderne gesellschaft an neuerung auf dem gebiet des erziehungswesen hervorbringt viele maßgebende persönlichkeiten in europa und amerika befürworten aus moralischen medizinischen und sozialen gründen die sexuelle erziehung die sexuelle aufklärung die katholische Kirche ist dagegen, denn daraus erwachsen üble Praktiken, die nicht so sehr die Folge mangelnden Wissens sind, als vielmehr dem Willen entspringen, gefährliche Gelegenheiten der Versuchung herbeizuführen. Pius XI. Auch die Koedukation, die gemeinsame Erziehung von Mädchen und Jungen, hält die Kirche für sehr gefährlich und behauptet, dass sie auf eine Bedauernswerten Ideenverwirrung beruhe. Die Geschlechter hätten nicht die gleichen Rechte. Der Unterschied der Geschlechter müsse daher auch während der Jahre des Wachstums aufrechterhalten und gefördert werden. Divini Ilius Magistri. Kein Staat hat nach Auffassung der Kirche das Recht, die Erziehung der Jugend als sein Monopol zu betrachten. Dieses Recht komme ausschließlich der Kirche zu, denn ein Staatsmonopol im Erziehungswesen, das die Familien zwingt, ihre Kinder auf Regierungsschulen zu schicken, die im Widerspruch zu den Förderung ihres christlichen Gewissens oder selbst zu ihren legitimen Wünschen stehen, ist ungerecht und ungesetzlich, divini illius magistri. Die katholische Kirche ist auch gegen neutrale Schulen. Eine Schule habe katholisch zu sein, andernfalls brauche man sie nicht. Katholiken sollten neutrale Schulen nicht besuchen, denn diese stehen im Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien der Erziehung. Sie seien in Wahrheit irreligiös. Aus denselben Gründen bekämpft die Kirche jeden Staat, der versucht, sich in religiösen Fragen neutral zu verhalten und es ablehnt, eine bestimmte Glaubensrichtung zu benachteiligen. Aber das stupide Beharren der katholischen Kirche auf ihren angeblichen Rechten in diesen Fragen treibt noch weitere Blöten. So verurteilt sie alle sogenannten gemischten Schulen, die sogenannten Simultanschulen, die sowohl von Katholiken als auch von Nichtkatholiken besucht werden, und wendet sich gegen die Einheitsschule, in der der Unterricht außer dem Religionsunterricht gemeinsam für alle Schüler erteilt wird. Denn die bloße Tatsache, dass in einer Schule einige Stunden Religionsunterricht erteilt werden, macht sie noch nicht zu einem geeigneten Platz für katholische Schüler. Die katholische Kirche verdammt also das Erziehungsmonopol des modernen Staates nimmt es aber gleichzeitig für sich in Anspruch und verlangt darüber hinaus vom Staat, sich allein der katholischen Schulen anzunehmen. Aber was sind das für Schulen? Hören wir den Papst. Zitat Eine katholische Schule ist eine Einrichtung, die unter der Leitung und der Kontrolle der katholischen Kirche steht und in der alle Lehren und die gesamte Lehrorganisation vom katholischen Geist durchdrungen sind. Zitat Ende. Das engstirnige Festhalten der katholischen Kirche an diesen angemaßten Rechten auf dem Gebiet der Erziehung führt, wie auch auf anderen Gebieten, zu einer eklatanten Einmischung der Kirche in die innerpolitischen Angelegenheiten eines jeden Staates. Der katholisch Gläubige unter seinen Einwohnern hat alle katholischen Bürger stehen unter dem Gewissenszwang, den Weisungen der Kirche auf diesem Gebiet Folge zu leisten. Das bedeutet, sie müssen jede Regierung und jede Partei bekämpfen, die nicht den Segen der katholischen Kirche hat. Alles aber, was ein Katholik für die katholische Konfessionsschule unternimmt, ist ein wahrhaft religiöses Werk, eine Tätigkeit im Sinne der katholischen Aktion. Die Agitation in diese Richtung habe nichts mit Parteipolitik zu tun, sie sei ein religiöses Unternehmen, zu dem das Gewissen ruft, die katholische kirche maß sich weiter das recht an auch auf dem gebiet der wissenschaft das entscheidende wort zu sprechen die kirche hat das recht und die pflicht sorgsam darauf zu achten daß die wissenschaften in ihrem system keinem irrtum einlaß gewähren erklärte dazu das vatikanische konzil am 24. april 1870 eben jedes konzil dass die Unfehlbarkeit des Papstes verkündete, die Wissenschaft dürfe nicht in die Domäne des Glaubens eindringen oder diesen verdrängen. Pius XII. unterstrich diese Gedanken in seiner Enzyklika Humani Generis vom 21. August 1950, die sich mit den Beziehungen zwischen dem Glauben und der Wissenschaft befasste. Er erklärte, dass alle Gläubigen bereit sein müssen, sich dem Urteil der Kirche auch in wissenschaftlichen Fragen zu beugen. Was bedeutet ein solches Gebot? Den katholischen Gläubigen wird untersagt, theoretisches oder praktisches Wissen anzuerkennen, das nach Auffassung der Kirche falsch ist. Aber damit nicht genug. Der Papst beansprucht ferner, als einziger im Besitz der Wahrheit auch in allen grundlegenden wissenschaftlichen Fragen zu sein, zum Beispiel in der Frage des Ursprungs des Menschen. Pius XII. Beschäftigte sich in der erwähnten Enzyklika ausführlich mit dieser Frage. Er verlangte, dass alle katholischen Gläubigen an die reale Existenz von Engeln glauben und vor allem die Geschichte von Adam und Eva akzeptieren. Diese Geschichte sei absolut wahr. Sie sei weder ein Mythos noch eine Allegorie. Man müsse sie wörtlich nehmen. Was beabsichtigte Pius XII mit diesem Zwang zum Wunderglauben? Er wollte damit einen Damm gegen die Evolutionstheorie errichten. Kommentar. Einen Damm gegen die Evolutionstheorie errichten. Was für ein Schauspiel, wo diese Theorie höchstwahrscheinlich selber aus dem Vatikan kommt. Kommentarende. Pius XII. verurteile in derselben Enzyklika jeden Wissenschaftler, der sich so verhielt, als wäre die Evolutionstheorie durch Tatsachen bewiesen, und führte als Argument, dass die Evolutionsrede unmöglich wahr sein könne, die Tatsache an, dass die Kommunisten diese Theorie befürworten. Kommentar: Diese Theorie ist bis heute unbewiesen und unmöglich. Wenn man an nicht reduzierbare Komplexität denkt, wird einem das bewusst. Und was für ein Schauspiel. Hier werden wieder die Kommunisten ins Spiel gebracht, wo auch hier es Anzeichen gibt, dass die katholische Kirche, namentlich die Jesuiten, selber den Kommunismus etabliert haben. Teile und Herrscher, These und Antithese, Menschen aufeinanderhetzen und der dritte, namentlich die katholischen Kirche kann seine Agenda fortsetzen und freut sich. Kommentar Ende. Die Kommunisten, so erklärte, er, bekennen sich freudig zu dieser Meinung, weil sie mit ihr umso wirksamer ihre Theorie des dialektischen Materialismus verbreiten können. Die katholischen Gläubigen dürften also nicht an die Mythen glauben die von der modernen experimentalwissenschaft geschaffen werden Kommentar wenn es sich denn wirklich um eine experimentelle empirische wissenschaft handeln würde also zumindest was die Big Bang Theorie und die Evolutionstheorie betrifft sind es reine behauptungen die mit kaum etwas vernünftigem gestützt werden können Kommentar ende sondern müssten stattdessen da die Stimme des Papstes Irrlehren, Götzendienste und Aberglauben verurteilt. Papst Pius XII. in seiner Botschaft an die Arbeiter vom 29.10.1949 Ohne Widerspruch die totale Wahrheit hinnehmen. Dass der Körper der Jungfrau Maria die biologischen Gesetze der Schwangerschaft ebenso außer Kraft setzen könne wie die Gesetze von Zeit und Raum, sonst kämen sie nicht mit Leib und Seele in den Himmel. Kommentar Leider ist es kein christliches Buch, kein christlicher Autor, sonst wüsste er zu berichten, dass der Körper von Maria allein nichts derartiges von sich machen könnte, sondern es ist immer Gott, der handelt, und Maria ist auch nicht in den Himmel aufgefahren. Wir erkennen aus den wenigen genannten beispielen, daß die katholische Kirche ihren anmaßenden Anspruch auf das Monopol der absoluten Wahrheit nach wie vor aufrecht erhält. Jeder vernünftige Mensch wird diesen Anspruch zurückweisen. Er wäre auch dann unannehmbar, wenn er sich auf die religiöse Sphäre beschränkte. Aber das ist nicht der Fall. Die katholische Kirche versucht unmittelbar oder mittelbar ihre doktrin auf Gebiete auszudehnen, die nichts mit Religion zu tun haben. Denken wir nur an das berühmte Beispiel Galileis. Kommentar: Den Kommentar dazu spare ich mir, wahre Christen. Denke ich, äh, wissen Bescheid. Kommentar Ende. Jahrzehntelang hat Galileis wissenschaftliche Entdeckung dass sich die Erde um die eigene Achse dreht und gleichzeitig die Sonne umkreist, die Gemüte erregt. Die mächtigste und erbitterste Gegner dieser Entdeckung war die katholische Kirche. Sie erklärte, dass diese These mit der Wahrheit nicht zu vereinbaren sei. Kommentar und deshalb hält sich der Vatikan eigene Sternwarte und ist inzwischen bereit, Außerirdische zu begrüßen. Ende. Die Kongregation für den Index dekretierte im März 616 unter unmittelbare Leitung des Papstes, dass die Lehre von der Doppelbewegung der Erde falsch sei und im Widerspruch zur Schöpfungsgeschichte stehe. Galilei übergab trotz der Verdammung seine These durch die Kirche im Jahre 1632 sein Buch Dialogio der Öffentlichkeit. Im Jahr darauf wurde es mit folgender Begründung auf den Index gesetzt. Zitat: Doch du, Galilei, Sohn des Verstorbenen Vincenzo Galilei aus Florenz, wurdest 1615 vor diesem heiligen Offizium beschuldigt, jene falsche Lehre für wahr zu halten, die von vielen gelehrt wird, dass die Sonne sich unbeweglich im Zentrum der Welt befinde und dass die Erde sich bewege und zwar in zweifache Weise, gleichfalls Wurdest du beschuldigt, deine Schüler in dieser falschen Lehre unterrichtet und die Einwände, die dir ständig aus der heiligen Schrift vorgehalten wurden, abgetan zu haben, indem du besagte Stellen der Schrift auf deine Weise auslegst? Dieses heilige Tribunal erklärt daher von dem Wünsche geleitet, der Unordnung und dem Unglück, das sonst zum Schaden des heiligen Glaubens andauern und anwachsen würde zu wehren. Die Behauptung, dass die Sonne Mittelpunkt der Welt sei und unbeweglich auf ihrem Platze stehe, ist philosophisch absurd falsch und formell heretisch, weil sie der Heiligen Schrift widerspricht die Behauptung, daß die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt und auch nicht unbeweglich sei, sondern sich in zweifache Weise bewege, ist ebenfalls philosophisch absurd und falsch, theologisch gesehen mindestens ein Glaubensirrtum. Zitat Ende. Galilei mußte auf Knien widerrufen und erklären, daß seine Lehre von der Erdbewegung falsch sei. Aber die katholische Kirche gab sich damit nicht zufrieden, sondern tat auch alle Bücher in Acht und Bann, die geschriebenen und die noch nicht geschriebenen, docentes mobilitatem terrae et immobilitatem solis, die die Bewegung der Erde und den Stillstand der Sonne lehren. Durch dieses Verdikt wurden alle wissenschaftlichen Bücher über Astronomie verfasst von Riesen der Wissenschaft wie Kopernikus, Kepler, Galilei und anderen bei Strafe der ewigen Verdammnis in der kommenden und der Einkerkerung in diese Welt verboten. Erst 1822 hob die katholische Kirche dieses Verbot auf. Wir haben hier nicht über den Geist des Index und den Fall Galilei gesprochen, um die katholische Kirche zu verunglimpfen, sondern um ihre Einmischung in Gebiete nachzuweisen, die eng mit dem geistigen und materiellen Fortschritt der Menschheit verknüpft sind. Der fortwährende Kampf der katholischen Kirche gegen alle fortschrittlichen Bestrebungen der Menschheit, früher gegen Säkularismus, Liberalismus und Demokratie, heute vor allem gegen den Kommunismus beweist, dass sich die Kirche der Zeit nicht anpassen will. Da sie sich ständig in Angelegenheiten einmischt, die mit Religion nichts zu tun haben, hat sie eigentlich keinerlei Anlass, sich über jene zu erregen, die ihre Auffassung nicht teilen, sie kritisieren und ihre anmaßenden Ansprüche bestreiten. Die moderne Gesellschaft hat das unbestreitbare Recht, selbständig Forderungen zu erheben, ohne Rücksicht auf die religiöse Autorität der katholischen oder irgendeiner anderen Kirche. Wird die katholische Kirche einmal den reaktionären Geist bereuen, mit dem sie allen auf eine glücklichere Welt gerichteten moralischen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ideen und System begegnet? werden künftige Generationen nicht, wenn sie zurückblicken auf unsere Zeit, die Kirche wegen ihrer fanatischen Feindseligkeiten gegen die moderne Gesellschaft und den Sozialismus ebenso verurteilen, wie wir es tun, wenn wir diese Zeit Galileis betrachten? Neben den reaktionären und man kann mit gutem recht sagen tyrannischen Geistesindex und des heiligen Offiziums verdient ein weiteres Merkmal des Katholizismus unsere Aufmerksamkeit gemeint sind die unermüdlichen Anstrengungen die die katholische Kirche unternimmt um sich vor anderen Anschauungen zu schützen und ihr Ziel die Bekehrung der ganzen Menschheit zum Katholizismus zu erreichen die Leitung dieses umfassenden Aufgabengebietes liegt in Händen einer Kongregation, die das älteste, mächtigste und gewaltigste Informationsministerium und Propagandabüro darstellt, das je existiert hat. Die Propagandaorganisation anderer Staaten, einschließlich der faschistischen, sind daran gemessen ein Kinderspielzeug. Diese Kongregation trägt den Namen Propaganda Fide, für die Propagierung des Glaubens. Sie ist nicht nur eine der wichtigsten Kongregationen der katholischen Kirche, sondern zugleich ein wichtiges Glied des Vatikanstaates, mit dessen Hilfe er ständigen Kontakt zu den entferntesten Winkeln der Erde unterhält. Die Kongregation wird von einem Kardinal geleitet. Sein Einfluss ist so groß, dass man ihn gewöhnlich den roten Papst nennt, die Kongregation wurde 1622 von Gregor XV. zu dem erklärten Zweck geschaffen, die ganze Welt zum Katholizismus zu bekehren. Aber ihre Tätigkeit beschränkt sich durchaus nicht auf nichtchristliche Länder, sondern erstreckt sich auch auf die protestantische, heretische und schismatische Staaten, zum Beispiel die Balkanstaaten. Die Propaganda Fide hat die Welt in hunderte sogenannte geistige Provinzen unterteilt, die unmittelbar ihrer Jurisdiktion unterstehen und ihrerseits wieder in Distrikte, Präfekturen und Vikariate aufgegliedert sind. Die Kongregation kontrolliert Tausende von Studienanstalten, Seminaren und ähnlichen Institutionen in der ganzen Welt. Das Wichtigste von ihnen ist das Urbankollegium in Rom, das Missionare alle Völker ausbildet und unmittelbar der Propaganda Fide angeschlossen ist. Bis zum Jahre 1908 gehörten auch Großbritannien, die Niederlande, Kanada, die USA und andere protestantische Länder zum Bereich dieser Kongregation. Jetzt haben diese Länder eigene Hierarchien, die unmittelbar dem Papst unterstellt sind. Die Kongregation ist ferner die Vereinigung zur Propagierung des Glaubens angeschlossen, eine weltweite Gesellschaft mit dem Zentrum in Rom, deren Aufgabe es ist, die Evangelisation der Welt durch gemeinsame Gebete der Gläubigen und durch die Sammlung von Missionsgeldern zu fördern. Das Motto der Propaganda Fide und der gesamten katholischen Kirche lautet: Zitat, kein Land ist völlig christlich. Katholiken müssen im Weltmaßstab träumen, planen und handeln. Zitat Ende. So bestehen in den christlichen Ländern, seien sie katholisch, protestantisch oder orthodox, eine ganze Reihe weitverzweigter Kollegien und Studienanstalten, und in den nichtchristlichen Ländern wird es ein gewaltiges netz von institutionen aller art errichtet deren aufgabe es ist die nichtchristen zum katholizismus zu bekehren die katholische kirche war niemals entschlossen als heute ihre weltweiten ziele zu erreichen gewiß verfolgt sie diese ziele seit langem aber sie hat in letzter Zeit ihre Maschinerie reorganisiert und ihre Anstrengung, den Katholizismus sowohl in den westlichen Ländern als auch in allen anderen Teilen der Welt zu verbreiten, verdoppelt. Alleine in Rom befinden sich unter der unmittelbaren Kontrolle des Vatikans folgende nationale Hauptkollegien, das heißt zentrale Seminare zur Ausbildung von geistlichen, für die betreffenden Länder in Klammern das Gründungsjahr USA 1859, Bedia Britisch 1889, Belgien 1844, Böhmen 1892, Brasilien 1929, Kanada 1888, Tschechoslowakei 1929, England 1579 Frankreich 1853, Deutschland und Ungarn 1552, Irland 1618, Jugoslawien 14. Jahrhundert und 1901, Lombardei 1854, Polen 1866, Portugal 1900, Schottland 1600, Amerika 1858 Spanien 1893. Außerdem wurden in den letzten Jahren Anstalten zur Ausbildung von Chinesen, Araber, Indern, Negern usw. So gegründet. Die Ostkirchen wurden 1917 der Jurisdiktion der Propaganda fide entzogen. Da der Vatikan den orthodoxen und schismatischen Ländern besondere Aufmerksamkeit widmet und hofft, die Kirchen dieser Länder eines Tages mit Rom zu vereinen. Schuft sich hierfür 1917 eine Abteilung beim Vatikan, die getrennt von der Propaganda fide arbeitet, aber das gleiche Ziel verfolgt. Aus politischen Gründen pflegt die katholische Kirche die Ritten der Nationen und Völker. Wissen Zweck dienen zahlreiche Institutionen. In Rom gibt es eine Reihe von Seminaren, deren Aufgabe ist es, römisch-katholische Geistliche mit den verschiedenen orientalischen Bräuchen vertraut zu machen. Für abessinische Riten wurde 1919 ein solches Seminar geschaffen, für armenische Ritten 1883, für griechische Riten 1577, für maronitische Riten 1584 und 1891 für russische riten 1927 für ruthenische riten 1897 für rumänische riten 1930 außerdem gibt es zahlreiche besondere kollegien der verschiedenen katholischen orden die kongregation propaganda fide strebt danach den Katholizismus in den nichtkatholischen und in den nichtchristlichen Ländern zu fördern und zu stärken sieht aber ihre hauptaufgabe darin heidnische länder unter ihre gewalt zu bekommen seit jahrhunderten werden in allen teilen der welt missionen errichtet ursprünglich waren die missionare europäer später gesellten sich amerikaner hinzu gegenwärtig zielt die Politik des Vatikans darauf ab, einheimische Geistliche heranzubilden. In diese Richtung hat die Kongregation bedeutende Fortschritte gemacht, vor allem in den letzten zwanzig Jahren. In einer Reihe nichtchristlichen Länder hat sie bereits eine eingeborene Hierarchie geschaffen. 1925 wurde der erste farbige Bischof Monsignore Roche aus Indien in Rom mit einem feierlichen Zeremoniell geweiht. Ihm folgten 1927 die ersten sieben chinesischen Bischöfe, später japanische und andere. In einigen Ländern ist die katholische Kirche rasch zu großem Einfluss gelangt. Auf Madagaskar zum Beispiel hat sie bereits 650.000 Mitglieder, mehr als ein Sechstel der Bevölkerung. In China wurden 1930 mehr als 50.000 Chinesen zum Katholizismus bekehrt. Der Propaganda Fide unterstanden 1930 mehr als 11.000 Missionsprediger, von denen 3.000 einheimische waren. Hinzu kamen 15.000 Mönche, davon 600 einheimische und 30.000 Nonnen, davon 11.000 einheimische. Zu derselben Zeit belief sich das Missionbudget auf mehr als 30 Millionen Dollar. Seitdem hat sich die Summe erheblich vergrößert. Zum Vergleich sei eingeführt, dass die protestantischen Missionen 60 Millionen Dollar benötigen. Der größte Teil der Gelder kommt aus Amerika. Die amerikanischen Missionare haben sich auf den fernen Osten vor allem auf China spezialisiert. Sie haben engeren Kontakt mit der Bevölkerung als ihre europäischen Kollegen und daher auch mehr Konvertiten. Deshalb zieht die katholische Kirche in der letzten Zeit amerikanische Missionare, belgischen, französischen oder deutschen Missionaren vor. Die katholische Missionstätigkeit Breitet sich auch heute noch immer weiter aus. 1945 standen der Mission zur Verfügung 400 Priesterseminare mit insgesamt 16.000 einheimischen Seminaristen, 22.000 Geistliche, 9.000 Mönche, 53.000 Nonnen, 93.000 einheimische Katechetten, 33.000 einheimische Täufer. 67.000 Schulen mit einer Gesamtzahl von 5 Millionen Schülern, 2.000 Waisenhäuser mit 150.000 Kindern, 77.000 Kirchen und Kapellen, 1.000 Hospitäle mit insgesamt 75.000 Betten, 3.000 Polykliniken zur Betreuung von etwa 30 Millionen Menschen und Hunderte von Heimen für Ältere und Aussätzige. In den Missionsgebieten lebten 1945 mehr als 25 Millionen nicht weiße Katholiken. Um diese verstreuten Millionen untereinander zu verbinden und sie in engem Kontakt mit dem Vatikan zu halten, kontrolliert die Propaganda FIDE tausende kleine und große, in hunderten von Sprachen erscheinende Zeitungen, Magazine, Flugschriften usw. So Eine besondere Nachrichtenagentur, die Agentur Fides, wurde ins Leben gerufen, um Nachrichten aus der Missionsarbeit zu sammeln und in der ganzen Welt zu verbreiten. 1925 veranstaltete der Papst in Rom eine große Missionsausstellung. Sie wurde eine ständige Einrichtung des Vatikans und fand weite Beachtung in der Öffentlichkeit. In der Enzyklika Rerum Novarum legte Papst Pius XI im februar 1926 die richtlinien für das weitere vordringen des katholizismus in allen ländern fest bekanntlich hat sich die katholische kirche das ziel gesetzt die bevölkerung des ganzen erdballs zum katholizismus zu bekehren bei der verfolgung dieses zieles kennt die katholische kirche keine Kompromisse und nimmt weder auf andere Religionen noch auf andere christliche Bekenntnisse Rücksicht. Zur Charakterisierung dieser Einstellung sei ein an sich unbedeutendes, aber typisches Beispiel angeführt. Die britische Regierung hatte die Konfession, die in Afrika Mission betreiben, aufgefordert, ihre Tätigkeit untereinander abzustimmen und ihre Bemühungen auf verschiedene Gebiete zu unterteilen, um Differenzen zu vermeiden. Die protestantischen Konfessionen erklärten sich mit dem Vorschlag einverstanden, nur die katholische Kirche verweigerte ihre Zustimmung, sie begründete ihre Ablehnung damit, dass sie ihre Tätigkeit nicht auf einen Teil Afrikas, wie groß er auch sei, beschränken könne, da es ihre Bestimmung sei, den ganzen Kontinent zum katholischen Glauben zu bekehren. Dass dies keine leeren Worte waren, geht allein aus der Tatsache hervor, dass sich die Anzahl der Katholiken in Afrika zwischen 1930 und 1950 verdreifacht hat. Die katholische Kirche gewinnt jährlich eine Million Konvertiten. Im gleichen Zeitraum, in dem die Erdbevölkerung um 600 Millionen Menschen, also um ein Sechstel zunahm, wuchs die Zahl der katholischen Gläubigen um ein Drittel. 120 Millionen, so dass von siebzehn Menschen je eine zum katholischen Glauben übertrat. Keine andere religion hat solche Zahlen aufzuweisen. Das ist der Geist, der auch heute im zwanzigsten jahrhundert das Wirken der katholischen Missionen bestimmt. Die katholische Kirche ist darauf aus, sich nicht nur einzelne Länder und erdteile, sondern den ganzen Erdball untertan zu machen.